Und damit herzlich willkommen zurück zu Detroit Become Human. Todd? Der scheint verwirrt. Essen ist fertig. Ja, ich komme. Serviere das Essen. Willkommen zurück im Hausfrauensimulator. Ist das Spaghetti oder war das Käse überbacken? Es war nicht viel in der Küche. Tut mir wirklich leid. Ah, Spaghetti, doch. Sieht aber lecker aus. Schalt das Licht an. Okay. Einschalten. Eine Addison Todd. Bestimmt einschenken. Schon lustig. Mein Job hat jetzt ein Android. Und als ich jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche, was tue ich? Ich kaufe mir einen verdammten Androiden. Schöne Ironie. Was für ein Witz. Klar, Androiden sind... Hör auf, rumzulaufen, verdammt nochmal, du machst mich ganz nervös! Was glotzt du so? Was ist dein Scheißproblem? Nicht gerade ein Traum hier, was? Glaubst du vielleicht, es ist einfach? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist? Hör auf mit den Drogen, Todd. Manchmal machst du mir echt Angst, Todd. Die scheiß Schlampe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Hure hat mich wegen einem beschissenen Buch einfach verlassen. Alles deine Schuld. Daddy, nein! Es ist alles deine Schuld! Was ein Bastard. Komm wieder her! Komm wieder her! Komm sofort hierher! Ja! Du bleibst da. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder setz was wie letztes Mal. Beweg dich nicht. Und willkommen im Wartesimulator. Hat die keine Funktion, Polizei rufen, sonst irgendwas? Aber nein! Natürlich nicht, du bist doch ein Arschloch. Mir war egal, wie ich mich fühle. Ich habe alles getan, um sie glücklich zu machen, aber es war ja nicht genug. Ich war nicht gut genug für sie! Du bist ja ein fucking Junkie, natürlich bist du nicht gut genug, du Spasti. Alter, was ein Opfer. Oh, die kleine Mistkarte! Okay, die Folge ist echt spannend. Beruhig dich erstmal, Alter. Ich kann mich auch gerade nicht bewegen. Oh. Was ist das? Jetzt ging ihr programmiert oder was soll das symbolisieren? Was mach ich da? Beschütze Alice. Verteidigungsprotokolle. Okay. Hey, Junkie. Bitte, ich weiß, Sie sind wütend, aber ich... Du hältst dich da raus. Sonst bist du dran. Ich war da verständnisvoll. Alice! Daddy ist sehr wütend! So ein Spasti. Komm, Verteidigungsprotokolle.
hol die Gatling aus dem Arm und dann geht's ab. Scheiß auf die erste, auf das erste Gesetz. Schneller, Kara, genau, Kara ist dir. Nein, komm, Steuerung, schneller. Wo war jetzt nochmal Papier links, oder? Da? Bisschen am besten, Alice. Zu deinem Besten. Das reicht jetzt. Lassen Sie sie. Was zur Hölle soll das? Los, verbiss dich und zwar sofort. Verstanden? Nein. Lassen Sie Alice sofort in Ruhe. Was soll ich? Du kommandierst mich um? Das kann gar nicht sein. Du bist ein verdammter Klumpen Plastik. Ich glaube, du hast ein Problem. Das sollten wir beheben. Mach ihn fertig. Vorsicht, Kara! Alter, ist doch komm her, Miststück. Komm schon, Kara, mach ihn fertig. Geht doch. Er lebt noch, mach ihn platt. Ihr Schlampen, kommt her. Los, schneller. Beeil dich! Schneller, schneller! Ja, und raus! Wieder weg! Ex Machina Bus? Was ein Timing! Ihr müsst mir gehorchen! Ihr gehört mir! Was ein Spasten. Ich kann verstehen, warum sie einen Freund verlassen hat. Oh, das war schon. Das war eine extrem kurze Folge. Haben Todd bekämpft und... Ich würde gerne wissen, was die anderen Punkte noch alle sind. Ich hatte da so viele Optionen. Krass. Alter. Okay, ich habe anscheinend die kürzeste Version genommen. Weil da habe ich noch Unterfunktionen gehabt, die hatte ich hier überall nicht. Okay, das wäre auf jeden Fall interessant, das auch noch zu sehen. Aber na gut, ich hoffe, diese extrem kurze Folge hat euch gefallen. Und vielleicht hänge ich noch was hinten dran, falls der andere Part kürzer ist. Oder ich lasse es einfach so, weil ich muss meine Videos ja nicht auf 10 Minuten strecken, zum Glück. Aber na gut, vielleicht lasse ich es kurz, vielleicht nicht, habe ich ja gerade schon gesagt. Und ich wiederhole mich, deswegen einfach ciao und tschüss.